Publikum von Mein Weg, es freut uns, dass Sie wieder bei uns sind und wieder zugeschaltet haben. Heute habe ich einen ganz lieben Stargast bei mir, und zwar den lieben Roman Martin. Servus, grüß mein dich, Lieber. Servus, Christian. Roman, wir haben uns kennengelernt bei der Aufzeichnung von René Rumpolds, genau, ja. Rendezvous mit René, ja. Seinerzeit, bei uns da im Jocherl. Daraufhin habe ich dich eingeladen, weil es mich sehr interessiert. Habe dich aber auch vorher schon bewundern dürfen im Metropol, ja. Und zwar als Kölner Leopold. Ja. Auf die du anscheinend reduziert wirst, auf die Rolle. Aber gut, bevor wir zu denen kommen, wie war deine Kindheit, wie war der Weg? Hast du gleich gesagt, als kleines Kind, ich habe jetzt da Operettensänger und ich tue da jetzt... Also Stichwort Operettensänger, also als kleines Kind wusste ich wahrscheinlich noch gar nicht, dass das Operette heißt, oder dass, wenn du klassischen Gesang gehört hast, das Kind im Fernsehen, war das alles das Gleiche wie Operette und Oper, was wo liegt der Unterschied. Aber du sprichst natürlich etwas sehr Interessantes an. Ich meine, es ist kein Geheimnis, ich bin 1972 geboren und da liefen noch diese berühmten Samstagabend-TV-Shows. Genau. Und das wurde einfach damals geschaut, ja, das war ein richtiger Hype. Genau, da ist die ganze Familie zusammengekommen. Ich bin ja 67er, also ja, so gesehen. Also das war einfach etwas, man, der Musik ist Trumpf lief und genau. Einmal im Monat, glaube ich, in dieser Richtung, oder in zwei Monaten. Oder Peter-Alexander-Show. Peter-Alexander-Show einmal im Jahr, so in etwa. Ganz was Besonderes, also da hat das ja noch funktioniert, dass du eben dich rar gemacht hast und dadurch warst du besonders. Genau. Ich glaube, heute musst du ständig da dran sein, so in etwa, ich weiß nicht. Ja. Ich glaube, ja. Mittlerweile schon wieder das Gegenteil, aber okay, da streiten sich die Geister. Sehr gut, ja. Ja, und wenn du sozusagen als Kind brav warst, das war ja damals noch wichtig in den 70er Jahren. Ja, genau. Dann durftest du vielleicht am Samstagabend Fernsehen. Ja, genau. Da bist du dann konntest du dann sozusagen auch noch vielleicht im Bett der Eltern liegen und da konntest du fernschauen und klassischer Weg, nicht? Also zu Hause im Altbau, da gibt es im Schlafzimmer, war ein großes Schlafzimmer der Eltern und da gibt es die zwei Fenster und genau in der Mitte stand klassischerweise der Fernseher. Und da bist du im Bett gesessen und hast dort ferngeschaut. Ja, und dann kriegst du eben, oder habe ich eben bekommen, dann dadurch viel Bezug zur Musik. Radio lief den ganzen Tag. Ich sage ja, klassische 70er-Jahr-Familie. Mein Vater ist klassisch arbeiten gegangen, Mutter war dann zu Hause und hat aufs Kind, auf mich aufgepasst. Und ja, und dann kriegst du heute am Nachmittag auch mit. Genau. Diverse Wunschsendungen, die im Radio noch liefen. Sie wünschen, wir spielen. Sie wünschen, wir spielen. Vorteil: es wurden die Nummern angekündigt. Stimmt. Auch wer singt es. Und du hast damals dadurch auch schon als Kind einen Bezug zu den verschiedenen Stilen bekommen. Ja, und vor allem damals, was ich mich noch so erinnern kann, nicht nur sehr viel Englisch, sondern auch sehr viel Deutschsprachige. Ja. Was mittlerweile ein bisschen so ein Hintertreffen geht. Mhm, ja. Nämlich auch bei Radiosendern wie Ö3. Da ist noch nicht so, nur Englisch und immer dasselbe. Ja, nein, an diese Zeit kann ich mich auch noch gut erinnern. Also haben wir schon sehr viel gemeinsam, was das betrifft. Und wie ging es dann weiter mit dir? Wie ging es weiter? Ja, also das ist... Haben die Eltern unterstützt oder hast du gesagt, liebe Eltern, ich will jetzt der Sänger werden? Oder? Naja, also die Eltern haben mich auf alle Fälle unterstützt. Man muss dazu sagen, meine Mutter ist geboren 1943 und sie hat mir mal gesagt, sie hätte gerne einen künstlerischen Beruf gewählt. Also ich glaube, sie war sehr tänzerisch, war sie, glaube ich, auch sehr begabt. Aber wie das eben war, also meine Mutter ist, glaube ich, im Bombenhagel, glaube ich, geboren worden. Damals ging es dann um das Überleben. Ja. Und das Überleben hieß damals, also das waren 6 Geschwister, jeder soll bitte einen Beruf lernen, der das Überleben sichert. Der Familie sichert. Und meine Mutter hat dadurch dann das Schneiderhandwerk gelernt. Und an künstlerische Ausbildungen oder irgendwas in Richtung, also da war damals nicht einmal annähernd wirklich zu denken. Mhm. Aber es war die Offenheit für diesen Beruf da. Ja. Und dann hat sie eben gemerkt, dass ich also
auf Musik reagiere. Ich habe dann im Kindergarten dann schon immer das nachgesungen, was ich eben am Samstagabend in den Shows gehört habe und was im Radio lief. Also ich meine, ich habe ja selbst jetzt eine 21 Monate alte Tochter. Da merke ich ja selbst schon, wo sind einfach die Neigungen da. Ja? Und wenn die da vor dem Fernseher steht und wir haben irgendein Video und da wird gesteppt oder sonst was, dann steht die davor und will mitsteppen. Also du siehst einfach, die Neigung ist da. Ja? Es wird tänzerisch wahrscheinlich in die Richtung gehen. Zumindest sehr musikalisch. Auf jeden Fall. Ja, und so, also das hat eben vor allem meine Mutter dann sehr, sehr rasch erkannt. Und weil sie ja den ganzen Tag ja auch zu Hause war. Tja, und dann hat sie gemeint, sie will das fördern. Und es gab damals, glaube ich, auch ein Rundschreiben, was ich mich noch erinnern kann, von den österreichischen Bundestheatern, von der Staatsoper Ballettschule. Und dass sie gemerkt hat, dass ich da auch eine Neigung dazu habe, hat sie mich eben dann zur Aufnahmeprüfung hingeschickt. Und wie alt wäre ich gewesen sein? Ich weiß nicht, damals 7, 8 Jahre. Ja, und die haben mich genommen. Sehr gut. Die haben mich genommen und habe aber dann an der Ballettschule, ich war nur ein Jahr dort. Jetzt nicht, weil ich jetzt so katastrophal und nicht, weil ich jetzt zwei linke Füße hatte, gar nicht. Sondern wir haben dann schon gemerkt, ich hätte das dann ab dem kommenden Jahr täglich machen müssen. Und das wollte ich dann doch nicht so. Das kann ich mir vorstellen, weil so mit 8, 9 Jahren hat man andere Intuitionen und wie was anderes machen weiß. Ja, also tagtäglich Ballett tanzen irgendwie gehen. War das nicht ganz. Ich meine, ich hatte natürlich dort Freunde und die, für die war das durchaus eine Option, für mich nicht so wirklich. Und da waren meine Eltern komplettes Verständnis vor allem gesagt, naja, also das muss ja nicht sein. Und dann hat die Mutter aber gesagt, naja gut, aber ich meine, ich rede jetzt immer von Mutter, aber wenn du Kind bist, sind einfach die Eltern deine Bezugspersonen. Ja, natürlich. Ich kenne es aus meiner Kindheit auch nicht anders. Es war halt die Mutter, den Vater hat man halt ja gesehen, aber der ist halt die meiste Zeit arbeiten gewesen. Und dann hast du einen Urlaub gehabt oder am Wochenende. Das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Ja, und dann hat sie gesagt, gut, aber was Musikalisches machen wir schon. Ja. Und dann sind wir gegangen in die Musikschule Otterkring, weil dort in der Nähe habe ich ja gewohnt. Schon. Otterkringer, ja. Da sind wir schon zwei, da haben wir was gewählt. Zwei aus Otterkring, ja. Ja, wobei die Kern zusammen, da müssen wir jetzt aufpassen. Ideologisch. Ideologisch, genau. Ideologisch. Und, Entschuldige, wo in Otterkring? In der Musikschule, nicht? Das nein. Also, wo hast du gewohnt in Otterkring? In welcher Höhe in etwa? Jetzt muss ich oberhalb sagen. Oder außen? In der Eisnergasse. Ja. Genau, in der Gasse, wo auch die Otterginger Brauerei sich befindet. Das war ums Eck. Ich war in der Arnettgasse. Na oben. Bitte, da war ich im der Wattgasse. Ja. Ich muss aber zugestehen, der Kelch des Biertrinkens ging in meinem Leben an mir vorüber. Ich mag Hans. Ich habe es zweimal probiert. Ja, na bitte, nein, so ideologisch. Also waren da ein Wein, ja, das kann das eher ist, was, aber ein Bier, nein. Also, wenn man in dieser Gegend wohnt, weiß man, meine lieben Damen und Herren, wenn dort die Maische angesetzt wird, dann stinkt es dort elendiglich. Und zwar wirklich. Und wenn du auf der anderen Seite noch die Mannerfabrik hast, dann hast du entweder den Kakao-Geruch, der immens stinkt, oder vom Bier. Ich weiß nicht, ob es bei Eira so war. Ja, also also mich hat jetzt der Geruch gar nicht jetzt irgendwie so gestört. Ich habe es nicht so wahrgenommen, vielleicht als Kind. Aber ich habe dann zugegeben, also wenn wir jetzt privat werden, dann später, als Erwachsener, einmal dann, ich weiß nicht, Erwachsener, 28 oder so, dann war so einen riesen Liebeskummer gehabt, ja. Also war furchtbar. Und da haben Freunde gesagt, du, wir sind heute im Prater, komm mit, wir gehen dann so in ein Schweizer Haus oder der gut, ist in Ordnung, da soll die Werbung sein. Kein Problem. Ja, stimmt, es war dort. Und da haben wir gedacht, na, mir war schon alles egal. Und dann probierst du es und dann haben die gesagt, na, also, fangen wir dann Zwickel an, das ist für einen Anfang gut. Ja. Ich habe es getrunken. Auf der einen Seite hat mir der Schaum nicht wirklich gepasst, weil ich will ja was trinken. Und wenn der Schaum weg war, hat es aber auch nicht gepasst. Ja, genau, weil dann hast du eigentlich nichts mehr. Dann wird dir erklärt, naja, das erste Bier schmeckt nicht so ganz gut. Und dann waren wir dann, Liebeskummer war noch immer da, zwei Wochen später waren wir wieder dort, habe ich es wieder probiert. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, dieser Kelch wird an mir vorübergehen. Gut, ist in Ordnung, ja. Also, gut, kommen wir wieder zurück in die Erste. Auf jeden Fall, dort war in der Musikschule eine einzige Stelle frei, also Stelle, Lernstelle. Das war Zither. Ja. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das für ein Instrument ist. Lange Rede, kurzer Sinn, am Tag darauf kam ich schon in die erste Unterrichtsstunde. Aus einem Jahr Zither lernen wurden zwei, es wurden drei und auf einmal habe ich mich dann damals im
später dann im Konservatorium der Stadt Wien, heute glaube ich Privatuniversität, wiedergefunden und habe dann zum Schluss einen Abschluss gemacht mit der staatlichen Lehrbefähigung. Ja. Hat ja auch nicht jedermann heutzutage, vor allem Zither ist eher ein Instrument, was irgendwo so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist. Ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber im Vergleich zu dem Zeitpunkt, wo ich noch angefangen habe, das Instrument zu lernen, kann man das durchaus so nennen. Da war es ja doch noch mehr in aller Munde, speziell seinerzeit durch den Dritten Mann oder sehr viel auch bei den Heurigen im Einsatz. Ja. Absolut. Gut, wie ging es dann weiter mit deinem Weg? Naja, der Weg, also musikalisch, okay, Zither gelernt, dann parallel dazu irgendwann dann mal Klarinette, um auch ein Blasinstrument zu haben, das hat mir dann sehr, sehr gut gefallen. Dann kommst du halt automatisch dann in die Blasmusik hinein. Also da war ich in Wien im Musikverein Rudolfsheim. Rudolfsheim für Haus, glaube ich, heißen die dort. Ja, genau. Mittel, glaube ich, ergänzt. Und ich glaube, die treten mittlerweile sogar in einer hohen Konzertwertungsstufe an. Also die haben sich wirklich sehr, sehr etabliert. Seit ich dann weg war, dann die Möglichkeit dazu. Naja, also das wird es nicht gewesen sein. Ich hoffe nicht. Ja. Na, sicher nicht. Ja, und dann kommt irgendwann mal das Bundesheer und dann entscheidest du dich auch, willst du jetzt im Dreck robben oder willst du es anders machen? Und dann bin ich also als Klarinettist zur Gardemusik Wien gegangen. Ja. Damals noch unter Oberst Professor Schadenbauer. Und wie ich 18 war, das geht ganz kurz ein bisschen zurück. Ja, kein Problem. Also Matur habe ich gemacht da gleich ums Eck am Gymnasium auf der Schmelz. Eher sportlicher Bereich ist das, gell? Glaubt man, das ist die Sportuniversität, ist dieser Wien. Aber das Gymnasium selbst, also zumindest damals, und ich glaube, es ist heute noch immer so, war ein ganz quasi unter Anführungszeichen normales Gymnasium, was nur einfach vis-à-vis war von der Sportuniversität. Aber es war nicht also das auf Sport ausgerichtet in dem Sinne. Du hattest mehr Möglichkeiten, weil du einen großen Garten hast, eine riesengroße Anlage. Das ist toll, aber wir hatten, glaube ich, es gab Nachmittagsturnen und dann am Vormittag eine Turnstunde. Also in Wirklichkeit nicht mehr als jedes andere Gymnasium hat. Ja. Und da habe ich bekommen, ein Engagement, vermittelt damals durch meine Zitterlehrerin, die Erika Svoboda, mit der ich heute nahezu, also wirklich ein extremst wirklich inniges, fast schon so ein mütterliches Verhältnis habe, die hat mir vermittelt ein Engagement ans Theater des Westens in Berlin, als Toni der Zitterspieler, im Stück im Weißen Rössel. Der Dirigent war damals Herbert Prikopa, den ich ja vom Fernsehen kannte. Ja, genau. Der ja ein ausgebildeter Dirigent ist, war. Und dem wurde ich vorgestellt und der hat auch das Arrangement für das Stück gemacht und hat gesagt, ja, die Zither war da groß im Einsatz. Und da hatte ich dann gleich Kontakt damals mit Persönlichkeiten, wie als Kaiser damals noch Friedli wäre. Ja, so lange gibt es mich auch schon. Ja, das haben wir ja schon gesagt, ne? 72. Ja, also. Ja, genau. Georg Trenkwitz war der Leopold, der Kellner. Und dann habe ich eben dort und war eben dann, glaube ich, gut 3 Monate am Theater des Westens in Berlin für den 18-Jährigen ein Wahnsinn, das so kennenzulernen. Eine riesen Musicalbühne, ein riesen Haus dort. Das heißt, du warst eigentlich zur Umbruchszeit. Ja, es war genau dort, weil der Sommer. 72, 18, sind 80, das, also 90. Das ist genau der Sommer, wo die Berliner Mauer gefallen ist. Genau. So, ich glaube, diese Mauer ist, glaube ich, gefallen im November, glaube ich. Nicht? Ja, irgendwo. Ich glaube, im November. Das. Und im Sommer war ich dann, genau im Sommer war ich dort. Also, ich habe noch erlebt, ein ganz kleines Stück, die wurde ja relativ rasch abgetragen, die Mauer. Richtig. Aber noch ein altes Stück Mauer. Und habe dort, auf der Straße wurden ja immer Souvenirs verkauft, noch ein Stück alte Berliner Mauer gekauft. Das wurde ja dann, wenn man das gebraucht hat. Richtig. Und war dann auch damals noch in Berlin, ich habe das sogar fotografiert, damals mit meiner damals noch ganz normale Kameras, wo es den ersten Marathon gegeben hat durch ganz Berlin. Ja, ja klar, war ja vorher nicht möglich. Ja, da war Mauer und dann. Ja, da war nichts, Also da war ich in dieser historischen Zeit, das habe ich wirklich erleben dürfen. Und ja, das sind halt so Jugenderinnerungen, die vergisst Wie war eigentlich dieses Erlebnis? Weil das muss ja ganz, ganz ein eigenes Feeling gewesen sein, schätze ich mal.
Also jetzt das Berliner Mauer oder ja, das Theater? Ja, sowohl also, das auch. Sowohl das auch. Naja, ich sage nur, als 18-Jähriger mit einem Engagement in Berlin engagiert zu werden und dort die große Welt zu kennen. Ich habe gewohnt in einer Seitenstraße vom Kurfürstendamm. Okay. Ja, das ist einfach toll. Ja, da brauche ich, glaube ich, näher darauf gar nicht eingehen. Natürlich nicht. Und das andere, also es gab zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war, damals in Berlin, zwei riesengroße Ereignisse, wo ich noch dort war. Das eine war, Deutschland hat genau in diesem Jahr die WM gewonnen. Und wie da also das Endspiel war, also der Kurfürsten damals, also es war ein Hubkonzert, ein Klopfkonzert. Das kann ich mir vorstellen. Also es war ein Staatsfeiertag, ja, es war Staatsfeier. Natürlich. Und dann kam der Tag der offiziellen politischen Wiedervereinigung. Das kam ja relativ rasch. Ja, ist richtig. Ich weiß jetzt nicht genau das Datum, aber ich glaube, es war noch Anfang Oktober, glaube ich. Ich hoffe, ich blamiere mich da jetzt nicht, entweder Ende September. Ich glaube, es war noch Oktober. Ganz Anfang Oktober. Und da war ich noch in Berlin. Und das war der Tag der Wiedervereinigung. Dieser Feiertag. Und da muss man sagen, das war ein kompletter Kontrast zum Gewinn der Fußball-WM, zum Sieg der Fußball-WM. Sondern die Leute waren auf den Straßen, sind dort flaniert, man hat das gesehen im Kurfürstendamm. Und ich habe das da noch wirklich empfunden als eine sehr andächtige, innerlich feierliche Stimmung, Ruhe, Zufriedenheit, ja. Wie immer man es sehen möchte. Also das war schön. Das kann ich mir vorstellen. Es war auf gar keinen Fall, ja, dieses Ha, und jetzt sind wir wieder vereint. Und ja, nein, das war halt. Sondern wirklich Dankbarkeit. Ja. Ja. Sagen wir mal so, da haben die Ossis noch, wie es so schön heißt, noch nicht gewusst, was auf sie zukommen wird. Was dann alles passiert ist. Aber möglich, ja. Das ist ein anderes Kapitel. Aber ja. Gott sei Dank gibt es diese Mauer nicht mehr. Das ist schon sehr viel wert und es ist besser geworden. Ja. Ja, zurückzukommen zu deinem Auftritt am Theater des Westens. Theater des Westens. Dann ging es nach Wien zurück, oder? Ja, ich musste ja fertig studieren. Ich war ja dann noch in der Zitterklasse, aber habe eben gewusst, ja, Theater, das möchte ich machen, aber ich möchte selbst etwas am Theater gestalten können. Das ist als Bühnenmusiker natürlich sehr toll. Ich war ja auch eingebettet richtig auf der Bühne mit so einer richtig kleinen Rolle, durfte sogar ein oder zwei Sätze sagen. Ja. Aber gemerkt, ich möchte da mehr von mir zum Ausdruck bringen. Bin zurückgekommen, habe dann das eine Zither-Lehrgangsjahr noch, was ich parallel zur Matura machen konnte, das ging damals, aber das habe ich noch fertig gemacht mit Abschlussprüfung. Und dann kam das eine Jahr Bundesheer bei der Gardemusik. Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, ich möchte aber auf die Bühne. Und dann hat man mir empfohlen, also ich hatte ja schon meinen Kontakt im Konservatorium der Stadt Wien, zu den Lehrern, und dann hat man mir empfohlen, melde dich doch an in der Musicalklasse. Ja. Das war damals noch, heute ist das getrennt, aber damals war noch die Musical- und die Operettenklasse also eine Klasse. Einem, ja. Da war damals die Leiterin, die Lilo Mrazek, die viel simpel war und Karl Farkas noch gespielt hat und so weiter. Und ja, sie hat mich aufgenommen. Ich habe Aufnahmeprüfung gemacht und man hat anscheinend war der Meinung, es macht Sinn, mich auszubilden. Ja, dann war ich aufgenommen und dann habe ich eben das erste Semester war Musical. Naja. Im zweiten Semester hat man Operette gemacht und ich hatte einfach das Glück, dass ich einfach auch als Typ in diese Operettenbuffo-Schiene ganz gut da hineingepasst habe. Und hatte dann mit Studienende sofort dann ein Engagement, das hat damals noch der Klangbogen Wien gemacht. Naja. In der Czardos-Fürste in Asboni, das lief damals noch im Arkadenhof des Wiener Rathauses. War damals noch die Intendantin, die Magister Sies, die mich da sehr gefördert hat. Also, ja, es hat ihr, glaube ich, gefallen, was ich künstlerisch da gemacht habe, die Magister Hildegard Sies. Und die Frau Lucia Meschwitz war die Regisseurin. Ja. Und der Leopold Grossmann war der Dirigent, der lange Zeit ja auch Dirigent am Raimundtheater war. Und die haben gesagt, ja, du bist genau unser Boni, du passt. Und dann, ja, irgendwie lief das gut. Und dann hatte ich gute Kritiken oder Kritiken. können wir darüber diskutieren. Und dann bin ich einfach ins Engagement gekommen.
Stadttheater Baden hieß es damals noch. Ja. Also da waren dann mehrere Bereiche, die dann offen waren. Ja. Und du bist aber mehr in der Operette geblieben. Ja, es hat sich so angeboten. Also es war so, es kamen dann immer wieder Theateragenten, die dann gesagt haben, ja, also da musst du auch unbedingt Oper machen. Ja, aber du hast zuerst gesagt, Musical, Operette war eines. Musical gar nicht so, hat dich gar nicht so gereizt? Also die Sache war die, ich habe den Job auch sehr, sehr, sehr wirtschaftlich betrachtet, muss ich so sagen. Muss man ja auch, geht ja nicht anders. Die Wahrheit war im Musical, ich hatte in der Operette als Typ weniger Konkurrenz, wenn ich es jetzt so ausdrücken darf. Mhm. Da gab es viele. Ja. Und in der Operette hatte ich das nicht. Ich hatte vielleicht auch von Anfang an einen gewissen, vielleicht auch ein bisschen mehr klassischen Sound in der Stimme. Ja. Und habe das dann durchaus auch, also sag ich jetzt mal so quasi wirtschaftlich betrachtet. Na gut, wenn ich in dem Zweig mehr berufliche Chancen habe. Ja, warum soll ich nicht durchziehen? Ja, und auch durch meine musikalische Vergangenheit, muss ich auch zugeben, durch die Zither und so weiter, bin ich auch mit mehreren Musiksparten in Berührung gekommen. Dadurch war aber die Operette für mich nichts Fremdes. Ja. Und dadurch hatte ich da auch nichts dagegen. Und dann habe ich das, ich habe Engagementsangebote bekommen und natürlich habe ich das dann angenommen. Schöne Rollen. Das ist ja wichtig. Das war toll und dadurch hat dann eine Sache die andere ergeben. Mhm. Also warum dann sozusagen quasi mit Gewalt was anderes machen? Unbedingt woanders hineindringen, wenn die andere Schiene gut läuft und mit der ich auch zufrieden bin. Und es hat sich dann Musical auch anders ergeben. Ja. Dadurch, dass dann hat mich damals der Attila Lang gesehen in Baden einer Rolle und hat damals inszeniert an der Oper Graz, Hell und Dolly. Mhm. Und so kam ich dann auch ins Musical. Okay. Entschuldigung, Kiss Me Kate, das ist das Mineralwasser. Ja. dann kam also Kiss Me Kate an Vereinigten Bühnen Bozen. Und dann, wie ich dann später dann an die Volksoper gekommen bin, ja, da habe ich dann sowieso auch alles mitnehmen müssen. Auch natürlich. Genauso das Musical. Ja. Auch die Oper. Was gefällt dir am besten? Jetzt von der Persönlichkeit her. Jetzt vom Genre selber? Ja, vom Genre. Also da... Oder gefallen dir alle gleich gut? Ja, ich glaube, das ist wirklich, glaube ich, kann man wirklich sagen, mir gefallen alle gleich gut. Mhm. Das kommt auf das Stück an, das kommt auf die Inszenierung an. Also ich habe damals, wie ich in Graz engagiert war, mit Hello Dolly parallel damals gesehen, eine Evita-Produktion. Ja. Tolle Regie, die fand ich grandios. Gleichzeitig kann ich mich erinnern, habe ich gesehen, noch als Schüler, damals noch in der Staatsoper, am Stehplatz noch den Tristan von Wagner. Ja. Fand ich grandios. In einer ganz tollen Inszenierung kann ich mich erinnern. Genauso sah ich damals mit 16 Jahren an der Volksoper die Chartersfürstin-Inszenierung von Bobby Herzl, die mich ergriffen hat, wo ich dann, glaube ich, die mich auch irgendwie auch dann vom Inneren her ins Theater gebracht hat. Dass ich dann selber mal in dieser Inszenierung die Rolle des Boni spielen werde. Ja? Das habe ich damals mit 16 nicht gedacht. Natürlich nicht. Das ist dann so, jetzt darf ich. Ja. Das ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt da Kabarettgrößen oder Musikgrößen habe, wo ich mir denke, ja, als Kind oder Jugendlicher hast du das noch gesehen im Fernsehen, jetzt hast du das selber auf der Bühne und kannst mit einer sprechen. Das ist so also ein bisschen das Gansl-Hot-Feeling teilweise. Ja. Aber sag mir lieber, du bist ja sehr in der Rolle des Leopolds verhaftet mittlerweile. Wobei, es ist auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Peter Alexander, sage ich jetzt mal. So vom Aussehen noch her und von der Art, wie du dich gibst. Doch, schon. Aber... Ja, aber warum gerade diese Rolle so auf dich reduziert? Oder hast jetzt andere Ahnung? Also, ich glaube, so reduziert ist sie gar nicht. Nicht? Die Rolle kam, so jetzt im größeren Stil, wenn ich das so sagen darf, relativ spät. Okay. Woran hing das? Das hing daran, also ich habe oft an den Partnerinnen. Ja. Also ich war ja zum Beispiel ja auch lange Zeit am Stadttheater Baden engagiert. Und da habe ich, glaube ich, damals in der Zeit, wo ich dort war, glaube ich, sogar zwei Inszenierungen, die damals noch gelaufen sind im Weißen Rösel. Ja. Ich war irgendwie zu jung. Mhm.
Du brauchst den weißen Rössel natürlich auch eine ganz, ganz wichtige, ich meine, alle Rollen sind wichtig, aber vor allen Dingen auch die Rösselwirtin. Natürlich. Und die Rösselwirtin war vielleicht auch oft, ja, das muss eine gestandene Frau sein. Und ich war damals irgendwie auch, ja, vom Typ her, hat man mir dann auch gesagt, also ich kann sie nicht beurteilen, man hat gesagt, Roman, du wirkst neben der Rösselwirtin einfach zu jung oder zu knabenhaft. Wie auch immer. Und das hat sich aber dann Gott sei Dank später dann gelegt. Schon klar. Und deswegen hat das dann einige Zeit gebraucht. Mhm. Aber es waren ja genug andere Rollen da. Ja, natürlich. Ich war vielleicht, wenn du sagst, Rolle verhaftet, vielleicht eher verhaftet mit der Rolle des Boni in der Tschadas-Fürstin. Okay. Den ich seither, glaube ich, am öftesten gespielt habe. Und jetzt erst wieder, vorgestern habe ich mir jetzt eine Produktion abgeschlossen wieder mit der Tschadas-Fürstin als Boni. Ja. Also wie gesagt, aber der Leopold, das hat sich halt dann einfach so ergeben. Was ist in Zukunft? Wie schaut es da aus? Was würdest du gerne machen? Was schwebt dir vor? Also dann bin ich eine gute Woche fort mit einem Projekt, wo ich eingebettet bin, was mir sehr am Herzen liegt, und heißt Kunst auf Rädern. Mhm. Das ist von Herbert Fischerauer ins Leben gerufen worden. Da fahren wir zu viert durch immer bestimmte Bereiche von Österreich und singen dort Konzerte für Menschen in Pflege und Arbeit. Und das Weitere, da bin ich im Moment in ganz sehr guten, positiven Gesprächen. Mein Lieber, herzlichen Dank fürs Kommen. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu plaudern. Liebes Publikum, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Mein Weg. Schönen Abend, grüß euch. Alles Liebe. Ciao.